Liebe Studierende, Lehrende und Forschende unserer Universität. Wir alle haben in den letzten Monaten unter dem Diktat eines unbekannten Virus ganz neue Formen des Arbeitens, Studierens, Lehrens und Forschens kennengelernt. Für viele von uns bedeutete das gewiss eine große Herausforderung an gewohnte Routinen. Plötzlich lebten wir in einer digitalen Universität, über die vorher viel spekuliert und geschrieben worden war, die aber doch in unseren Hörsälen, Bibliotheken und Arbeitsräumen noch keine allzu große Rolle spielte. Nun aber hört man allerseits von der großen Chance für eine digitale Transformation, die das Virus mit sich gebracht habe. Universitätsbibliotheken sind Orte der Aufbewahrung und der Präsentation des Wissens. In der Vergangenheit waren sie letztlich Räume, in denen Printmedien unübersehbar viele Regale füllten. Seit geraumer Zeit befinden sie sich aber in einem historischen Umbruch. Denn die Digitalisierung und Vernetzung ihrer Bestände im Internet lässt digitale Bibliotheken Wirklichkeit werden. Für diese digitale Bibliothek spielt Open Access eine besondere Rolle. Wie Sie vielleicht wissen werden, versteht man unter diesem Begriff den freien, unmittelbaren und uneingeschränkten Zugriff auf wissenschaftliche Publikationen in elektronischer Form. Als Leitidee wissenschaftlicher Kommunikation ist Open Access von der Überzeugung getragen, dass menschliches Wissen ein Gemeingut ist und allen Interessenten frei zugänglich sein sollte. Auf der technischen Basis von Digitalisierung und Internet kann diese Idee nun praktisch umgesetzt werden. Die Erfahrung der letzten Jahre zeigt jedoch, dass dieser Umsetzung nicht geringe Hindernisse im Wege stehen. Diese haben vor allem damit zu tun, dass sich privatwirtschaftliche Verwertungsinteressen an der Publikation wissenschaftlicher Forschungsergebnisse und die Forderung nach freier Verfügung über sie nicht ganz einfach miteinander in Einklang bringen lassen. Die Beschäftigung mit Open Access hat daher nicht nur technische, finanzielle und organisatorische, sondern auch rechtliche Fragen zu berücksichtigen. Wir werden nun einen Vortrag von Herrn Professor Christoph Schöch hören, der sich mit diesen Fragen auseinandersetzt. Professor Schöch vertritt bekanntlich das Fach Digital Humanities an unserer Universität. Er ist also ein Experte. Als promovierter Philologe und Romanist sieht er den Medienumbruch der Gegenwart, aber auch vor dem Hintergrund der Wissenskulturen Europas. Denn lange bestimmte die Buchform, Organisation und Kommunikation des Wissens. Was es für die geisteswissenschaftliche Forschung bedeutet, wenn nicht mehr das Buch, sondern das Digitalformat Medium wissenschaftlicher Kommunikation ist, gehört zu den spannendsten Aspekten des Vortrags, den wir nun hören werden. Herzlich willkommen zu diesem Vortrag im Rahmen der Open Access Week 2020 an der Universitätsbibliothek Trier. Der Titel ist heute: Was heißt und zu welchem Ende publiziert man im Open Access? Ich möchte mit dem Vortrag heute eine Reihe von Zielen verbinden. Und zwar zunächst mal geht es mir darum, ganz allgemein das Verständnis für Open Access zu fördern. Ich möchte zweitens dazu motivieren, selbst im Open Access zu publizieren und das heißt insbesondere aufzuzeigen, warum das interessant sein könnte. Ich möchte drittens zeigen, dass Open Access mehr ist als kostenloses Lesen und viertens zeigen, dass digitale Publikationen wiederum mehr sein können als PDF-Dateien. Mit diesen Zielen im Hinterkopf, auf die wir am Ende auch nochmal zurückkommen, möchte ich über vier Punkte im Grunde sprechen, nämlich: Was ist eigentlich mit Open Access gemeint? Warum überhaupt Open Access? Wie funktioniert Open Access? Wobei wir hier nur so zwei Themen streifen können. Und schließlich noch ein bisschen ein spezielleres Thema, nämlich Open Access für die Maschinen. Das heißt, wie nutzt man eigentlich das Potenzial digitaler Medien optimal, sodass eben auch Computer etwas mit den Publikationen anfangen können. Kommen wir aber gleich zum ersten Punkt. Was ist überhaupt mit Open Access gemeint? Zunächst mal ist Open Access natürlich nicht im
im luftleeren Raum, sondern steht in einem Kontext, nämlich dem Kontext Open Science, also offene Wissenschaft. Und dieser Kontext Open Science hat eine ganze Reihe von Aspekten, von denen direkt mit Open Access, also mit der freien Verfügbarkeit von Publikationen, wissenschaftlichen Publikationen, ganz direkt im Zusammenhang damit steht Open Data und Open Source, also Open Data, die freie Verfügbarkeit von Datensätzen, und Open Source, die freie Verfügbarkeit von Programmiercode. Aber auch die anderen Elemente hier von Open Science, die hier aufgezeigt sind, stehen mit Open Access auch in Verbindung, und man muss wirklich sagen, die verstärken sich gegenseitig. Je mehr Open Data, desto besser Open Access und so weiter. Heute soll es aber nur um Open Access gehen, und das heißt auch nicht in erster Linie um solche Themen wie Reproduzierbarkeit oder Nachhaltigkeit von Forschungsdaten oder von Programmiercode, sondern allenfalls um Nachhaltigkeit von Publikationen. Aber eben ganz ausschließlich bezogen auf Open Access heute. Beginnen wir also mit einer Definition von Open Access. Was ist mit Open Access überhaupt gemeint? Und hier kann man auf eine Definition, schon historische Definition von 2002 zurückgreifen, die hier also beschreibt, dass es darum geht, dass man die wissenschaftliche Fachliteratur lesen, herunterladen, kopieren, verbreiten, ausdrucken, durchsuchen, verlinken, sammeln und analysieren darf. Das ist eine ganze lange Liste, und die zeigt eben eigentlich schon den mir so ganz wichtigen Punkt, dass Open Access eben mehr ist als kostenfreies Lesen. Schauen wir uns das nochmal ein bisschen genauer an. Es gibt eine schöne neuere Definition von Open Content, die also auch über Zeitschriftenartikel hinausgeht, und die definiert fünf Begriffe mit R, und besagt also, dass man mit Inhalten, die mit einer Open Access Lizenz publiziert sind, folgende Dinge machen darf, nämlich retain, also herunterladen und abspeichern, nicht nur online lesen oder streamen, revise, also bearbeiten, annotieren, übersetzen, remix, das heißt zu einer Collage verbinden oder eben auch als Korpus zusammenstellen, reuse, das heißt analysieren oder beispielsweise auch im Unterricht einsetzen, also in neuen Kontexten mit neuen Methoden einsetzen, die darüber hinausgehen, was ursprünglich vielleicht gedacht war. Und schließlich redistribute, also man darf die Inhalte und auch die Bearbeitungen auch weitergeben und veröffentlichen, ohne dass irgendwelche größeren Einschränkungen hier gelten. In der Summe sieht man hier ganz deutlich, dass eben diese 5 R nicht read, 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 read sind, sondern eben die 5 verschiedenen R. Retain, revise, remix, reuse, redistribute. Also wesentlich mehr als nur der kostenfreie Zugang für die Lektüre. Schauen wir uns jetzt aber ein bisschen genauer noch an, welche Typen von Open Access es eigentlich gibt. Und da hat sich so eine kleine Farbskala entwickelt, die gerne verwendet wird. Es gibt noch eine ganze Reihe weiterer Kategorien, aber wir konzentrieren uns heute mal auf diese hier. Und die erste Farbe für Typen von Open Access ist Gold, goldener Open Access. Und damit ist gemeint, die Originalveröffentlichung ist selbst direkt vom Verlag, von der Zeitschrift im Open Access verfügbar. Und das heißt auch mit einer Open Access Lizenz. Zum Thema Lizenzen kommen wir nachher noch. Das ist oft, aber nicht immer, damit verbunden, dass es eine sogenannte Author Processing Charge gibt, also dass jemand bezahlen muss für diese Veröffentlichung. In sehr vielen Fällen ist das aber auch nicht der Fall. Also es kann man nicht generell so sagen, dass Gold OA mit Gebühren verbunden wäre. Der zweite Typ von Open Access nennt sich grüner Open Access oder grüner Weg. Und hier ist die Publikation im Open Access verfügbar, und zwar durch eine Zweitveröffentlichung in einem Repository. Dieser grüne Weg ist ein klein bisschen unübersichtlich in dem Sinne, dass es hier sehr viele Varianten gibt, nämlich ob man jetzt ein Preprint im Repository veröffentlicht, also eine Vorabfassung, die noch nicht die vom Verlag redigierte und in Verlagstypografie gesetzte Fassung ist, oder ob das ein Postprint ist, also dann tatsächlich die der gedruckten Fassung oder der Originalveröffentlichung der digitalen exakt entsprechende Fassung ist.
Das hat auch was mit dem Zeitraum zu tun, ob die Veröffentlichung also sofort erfolgt, schon vor der Veröffentlichung in der Zeitschrift oder beim Verlag oder erst danach, beispielsweise auch nach einer bestimmten Embargofrist. Auch das gibt es und dadurch ist dieses Modell ein klein bisschen unübersichtlich, könnte man vielleicht sagen. Der dritte Weg, den nennt man gerne Bronze. Und zwar ist das so, dass hier die Originalveröffentlichung kostenlos beim Verlag, bei der Zeitschrift verfügbar ist, aber eben ohne eine Open Access Lizenz. Und das ist jetzt genau der Fall, wo also dann die Lektüre erlaubt ist, aber alle anderen Nutzungsweisen, die in den 5R zusammengefasst waren, eben nicht. Und das ist tatsächlich ein sehr, sehr verbreiteter Weg für Open Access und deswegen ist der nicht zu vernachlässigen. Wir werden es auch gleich sehen, welchen quantitativen Anteil diese Variante hat. Ja, und dann gibt es noch die hybride Open Access Publikation und das heißt, man publiziert in einer klassischen, subskriptionsbasierten Zeitschrift, digital oder print, aber es gibt jetzt einzelne Beiträge in dieser Zeitschrift, die dann frei verfügbar sind oder eben auch mit einer Open Access Lizenz verfügbar sind. Das ist meistens oder häufig dann mit einer Gebühr verbunden. Und weil das so ist, besteht hier sozusagen der Verdacht, dass die Verlage oder Zeitschriften dann quasi zweimal zugreifen, weil sie ja einerseits die Zeitschrift per Subskription verkaufen und andererseits für manche Beiträge aber Gebühren bekommen, um sie frei verfügbar zu machen. Und da gibt es also auch Modelle, wie man das adressieren kann, aber das ist trotzdem ein bisschen ein Problem. Jetzt haben wir diese Typen gesehen, aber wie sind denn die quantitativen Verhältnisse dieser Typen? Da gibt es eine schöne Studie dazu, die das sich mal ganz genau angeschaut hat. Und das sieht man hier, die Studie von Pivova et al. Von 2018. Und man sieht auch wieder die Farbkodierung, die hier dem entspricht, was wir gerade gesehen haben. Und man sieht hier eine Reihe interessante Effekte. Also erstens sieht man, dass der Bronzeweg eigentlich der wichtigste ist, quantitativ gesehen. Und dass das auch derjenige ist, der schon historisch bis in die 50er Jahre besteht. Also kostenfrei auffindbar, aber eben nicht mit einer Open Access Lizenz. Man sieht auch interessanten Effekt, dass Open Access, die anderen Formen des Open Access, eigentlich eben so ab Mitte der 90er Jahre ansteigen und dass das auch ein kontinuierlicher Anstieg seitdem gewesen ist. Man sieht, dass der Green Open Access nicht mehr wächst, dafür aber der Gold Open Access und auch der Hybrid-Zugang wächst in den letzten, sagen wir mal, 10 Jahren. Insgesamt kann man feststellen, dass im Mittel dieser Publikationen ungefähr 28% der Publikationen im Open Access verfügbar waren und dass es zuletzt, also im letzten Jahr, das diese Studie erfasst hat, das war glaube ich 2017, dass es da 45% schon waren. Also das ist doch substanziell und auf jeden Fall keine vernachlässigbare Größe mehr definitiv. Und ja, wenn man das in absoluten Zahlen mal übersetzen möchte, dann gibt es eine Datenbank von Zeitschriftenartikeln, die im Open Access verfügbar sind, die nach diesen Kriterien auch funktioniert. Und diese Datenbank enthält zurzeit etwa 27 Millionen Artikel. Das ist also die Zahl der Artikel, die im Open Access derzeit frei verfügbar ist. Das sind allerdings Zahlen, die sich jetzt nicht auf die Geisteswissenschaften zum Beispiel beziehen. Und hier dürfte einerseits die Quote niedriger sein, die sind aber hier auch gar nicht erfasst. Und andererseits sind hier nur Zeitschriftenartikel erfasst, keine Monographien. Und das ist in den Geisteswissenschaften ja auch nochmal ein wichtiges Thema. Jetzt haben wir also so ein bisschen gesehen, was Open Access überhaupt meint, welche Formen es gibt, welche Bedeutung Open Access heute hat, aber warum wollte man überhaupt im Open Access publizieren? Also warum überhaupt Open Access? Und ich glaube, da gibt es sozusagen zwei mögliche Antworten. Das eine ist mehr so eine politisch-ethische Antwort und das andere ist eine sehr pragmatische Antwort. Und ich denke, wir können uns mal zwei Beispiele dafür anschauen. Das eine ist jetzt also diese eher systematische und auch vielleicht politische Begründung. Ich habe das mal gute Gründe seit 2002 genannt, weil diese Budapest Declaration von 2002 das eben schon formuliert hat. Nämlich einerseits diese Konvergenz aus einer alten Tradition und einer neuen Technologie, also freie Zirkulation von Wissen und das Internet kommen zusammen und erlauben dann eben dieses neue Public Good, nämlich
The Worldwide Electronic Distribution of the Peer-Reviewed Journal Literature and Completely Free and Unrestricted Access to it by all scientists, scholars, teachers, students and other curious minds. Hier wird also auf dieses Ideal der freien Zirkulation des Wissens verwiesen und auch auf diese, auch der Gedanke schwingt hier mit, dass öffentlich finanzierte Forschung auch öffentlich verfügbar sein sollte. Das ist also jetzt diese eine Ebene, aber gibt es vielleicht auch handfeste praktische Gründe, warum man eine Open Access Publikation vielleicht vorziehen sollte? Und dazu gibt es eine Reihe Studien zu der Frage, gibt es einen Open Access Citation Advantage? Also gibt es einen Vorteil, hier jetzt bezogen auf die Anzahl der Zitationen für Open Access Publikationen gegenüber normale Subskriptionspublikationen. Und das sind die Ergebnisse der Studie, die man hier sieht. Und man sieht also, dass im Durchschnitt die Open Access Papers eine deutlich höhere Zitationsrate haben im Vergleich zu allen Papers. Und dass die eben bei den Closed Access Publikationen unter diesem Durchschnitt liegt. Allerdings mit der Ausnahme der Gold Open Access Publikationen, die sogar noch niedriger liegen. Es ist ein bisschen umstritten, wie der Effekt insgesamt zu erklären ist und insbesondere auch dieser Befund zu den Gold Open Access ist nicht ganz klar. Aber der allgemeine Befund, der ist einerseits ist das ein starker Effekt, andererseits gibt es da aber auch korrelierende oder Störfaktoren, die das vielleicht erklären könnten, unabhängig jetzt von der Frage Open Access oder Closed Access, nämlich beispielsweise erscheinen Open Access Publikationen häufig vor der Closed Access Publikation oder früher und vor dem sozusagen offiziellen Publikationsdatum und haben dadurch vielleicht einen Vorteil. Ja, und das gilt natürlich insbesondere für die Green Open Access Publikationen, die hier ja auch einen besonders starken Effekt zeigen. Oder es könnte sein, dass Autoren sozusagen ihre wichtigsten, attraktivsten Arbeiten für Open Access auswählen, insbesondere dann, wenn sie vielleicht eine Gebühr bezahlen müssen und das eben nur für ausgewählte Beiträge tun können und das vielleicht für die tun, die sowieso ein höheres Zitationspotenzial haben. Das ist also noch ein bisschen offen, trotz einiger Studien zu dem Thema. Das ist natürlich auch eine sehr interessante Frage, aber es scheint doch positive Effekte zu geben, selbst wenn sie vielleicht nicht nur an der reinen Lizenz dann hängen. Aber es gibt auch noch eine Reihe von anderen Vorteilen, von denen ich mal ein paar noch auflisten möchte. Also man kann Open Access Publikationen eben zum Beispiel einfacher in der Lehre einsetzen, weil man auf irgendwelche Copyright-Regularien, die sich jetzt auf Semesterapparate oder Anteile, mit denen man aus einem Buch Ausschnitte nehmen darf, eben keine Rolle spielen, weil man eine offene Lizenz hat. Diese Publikationen können auch außerhalb der üblichen Bubbles besser wahrgenommen werden, sei es jetzt disziplinär gesehen, sei es international gesehen, also unabhängig von Disziplinenzugehörigkeit, von Bibliotheksbudgets sind diese Publikationen eben einfach offen verfügbar. Diese Publikationen erfüllen die Anforderungen vieler Forschungsförderer, die Open Access Publikationen einfordern, da gehört zum Beispiel die DFG und auch der ERC mit vielen anderen noch dazu. Und das heißt, man ist damit konform mit bestimmten Forschungsförderungsvorgaben. Und natürlich, das ist jetzt eine Perspektive, die nicht nur die Autorenperspektive ist, sondern auch die Forschendenperspektive. Solche Publikationen können natürlich viel leichter gesammelt und dann auch quantitativ analysiert werden, was ja durchaus auch interessant sein kann. Also mit Blick auf die Tatsache würde ich jetzt mal sagen, dass ein primäres Ziel von wissenschaftlichen Autoren mit ihren Publikationen es ja ist, wahrgenommen, rezipiert zu werden, Einfluss zu haben, sind das doch spürbare Vorteile. Und vielleicht noch ein letzter Punkt. Es scheint so, dass Open Access Publikationen und Open Science insgesamt eben schneller zirkulieren und damit wissenschaftliche Erkenntnis fördern. Und das ist ein Punkt, der in dem Kontext der Covid-19-Pandemie, insbesondere am Anfang des Jahres 2020, ja eine große Rolle gespielt hat und sehr viel diskutiert wurde. Und da wurde also deutlich, dass hier sehr unbürokratisch teilweise auch eben Open Access und Open Data und Open Source gefördert wurde,
weil man einfach die Vorteile gesehen hat. Und was dafür gilt, gilt eben dann auch mit etwas geringerer Dringlichkeit, aber ebenso vom Prinzip her eben auch für andere Wissenschaftsbereiche. Jetzt noch ein paar Punkte dazu, wie Open Access eigentlich dann praktisch funktionieren kann. Und ich greife mal zwei Themen heraus, nämlich Geschäftsmodelle und Lizenzen. Das eine sind also die Geschäftsmodelle. Wenn es keine Subskriptionsgebühren mehr gibt, wer bezahlt dann die Publikation? Kosten entstehen ja trotzdem, auch wenn man eben Open Access und im Internet publiziert. Es gibt eine ganze Reihe von Kosten und wir schauen uns gleich noch kurz an, was für Kosten das sind und wie hoch die vielleicht sind. Aber zunächst mal die Frage, woher könnte denn das Geld kommen? Da gibt es eine ganze Reihe von Modellen. Das erste Modell sind die Author oder Article Processing Charges. Das wird von sehr vielen Zeitschriften und Zeitschriftenverlagen praktiziert. Aber zwei Beispiele wären Oxford University Press und PLOS, also Public Library of Science, die solche Gebühren erheben und zwar auch ganz substanziell, so durchaus in der Größenordnung von 1.000 bis 3.000 Euro. Dann gibt es die Möglichkeit, sowas über Nationallizenzen zu finanzieren. Und ein viel diskutiertes Beispiel sind die Deal-Verhandlungen oder die Deals mit den großen Wissenschaftsverlagen, die in den letzten Jahren verhandelt und teilweise ja auch abgeschlossen worden sind. Hier springt also sozusagen dann eine nationale Entität ein für ein großes Paket an Gebühren, sowohl für die Publikation als auch für die Subskription. Das ist sozusagen in einem Paket, manchmal Publish and Read dann genannt. Es gibt auch konsortiale Modelle, bei denen also Institutionen, insbesondere Forschungsinstitutionen, aber auch Bibliotheken oder insbesondere auch Bibliotheken sozusagen Mitglieder in einem Konsortium werden, Mitgliedsbeiträge bezahlen jedes Jahr und mit diesen Mitteln kann dann eben dieses Konsortium oder ein Träger kann dann Monographien publizieren, Zeitschriften publizieren oder ein Repository unterstützen oder eben am Laufen halten. Und das ist beispielsweise der Fall für die Open Library of Humanities, eine wichtige Zeitschriftenplattform, oder das sehr, sehr große Archive, das also ein Repository für Preprints insbesondere ist. Es gibt auch andere Formen noch der institutionellen Förderung. Das trifft sicherlich auf ganz, ganz viele Repositorien zu. Also auch die institutionellen Repositorien von Universitäten sind in der Regel institutionell, nämlich durch die Institution, durch die Universität gefördert. Aber das gilt auch für übergreifende Repositorien, zum Beispiel das Zenodo Repository, das von der EU über OpenAI gefördert und vom CERN implementiert wird. Also das kann man als institutionelle Förderung vielleicht bezeichnen. Dann gibt es auch noch ein Modell, das ein bisschen neuer und ein bisschen ist, nämlich das sogenannte Subscribe-to-Open-Modell oder auch Purchase-to-Open. Und ein Beispiel dafür ist die Zeitschrift Recht und Zugang des Nomos Verlags, die über Subscribe-to-Open funktioniert. Und das bedeutet, dass eben Bibliotheken quasi wie immer schon eine Zeitschrift subskribieren können, eine Subskriptionsgebühr übernehmen. Diese Zeitschrift dann aber, jedenfalls wenn genügend Subskribenten zustande kommen, zusammenkommen über die Zeit, dann eben im Open Access erscheint. Das heißt, hier haben wir so eine Art Allmende-Modell, wo also gemeinsam ein dann aber frei verfügbares Gut finanziert wird. Schließlich gibt es auch noch ein Freemium-Modell, sogenanntes Freemium-Modell, wo also bestimmte Nutzungsarten frei verfügbar sind, beispielsweise die Lektüre des Textes im Browser, aber andere Nutzungsarten nur gegen Bezahlung möglich sind, beispielsweise dann ein schick formatiertes PDF oder weitere Metadaten-Services. Solche Dinge sind dann eben den bezahlenden Kunden vorbehalten. Das wird beispielsweise von den Open Edition Journals so praktiziert. Und man kennt es aus vielen Web-Services, kennt man ja dieses Freemium-Modell. Ja, und schließlich gibt es natürlich noch das Modell individuelles Engagement. Das sollte man auch nicht unterschätzen. Ganz, ganz viele Zeitschriften, gerade auch in den Geisteswissenschaften, werden durch individuelles Engagement und man könnte auch sagen Selbstausbeutung
organisiert und ermöglicht. Und ich habe das hier aufgeführt, weil das eben tatsächlich kein unwesentliches Modell ist. Und das ist sicherlich immer auch eine Mischung aus tatsächlicher Selbstausbeutung, das heißt eben Arbeit am Wochenende oder am Abend oder eben auch Freistellung zeitweise durch den Arbeitgeber für oder im Rahmen der Dienstaufgaben für so eine Mitarbeit in einer Redaktion. Ja, so könnte also, das sind so die verschiedenen Wege, auf denen Open Access Zeitschriften finanziert werden können. Aber wie sieht es denn überhaupt aus mit den Kosten? Wie hoch sind denn die Kosten? Und hier ist ganz interessant zunächst mal, dass das gar nicht so einfach rauszufinden ist, weil die großen Zeitschriftenverlage diese Kostentransparenz eigentlich sehr ungern herstellen. Und es gibt aber natürlich auch Verlage, die das eben machen. Und das sind natürlich typischerweise auch Open Access Verlage. Zum Beispiel Ubiquity Press hat seine Kalkulation offengelegt. Und das sieht man hier. Das sind also knapp 40% gehen in die technische Infrastruktur, gehen auch in die Community-Arbeit. Ungefähr ein Drittel sind tatsächlich Kosten, die für die Anfertigung der Artikel anfallen, also Redaktion, Organisation des Peer-Reviews, solche Dinge, auch Layout. Und der letzte Teil ist dann noch eine Mischung aus technischen Kosten, Verwaltungskosten, aber auch Kosten zum Beispiel, die jetzt bei Ubiquity Press entstehen, weil es ein Waiver-Programm gibt, also ein Programm, wo bestimmte Autorengruppen keine Gebühr bezahlen. Und das muss natürlich querfinanziert werden, das ist dann hier auch enthalten. Interessanterweise kommen die aber auf eine Summe von rund 500 Euro als sozusagen pro Artikel die Kosten. Das ist natürlich nur eine ganz grobe Summe, die außerdem auch mit dem Volumen natürlich zusammenhängt. Je mehr Zeitschriften ein Verlag hat und je mehr Artikel er publiziert, desto kleiner werden die laufenden Kosten im Verhältnis zu den einmaligen Kosten. Da kann sich also noch was verschieben. Interessant, aber trotzdem eben also reale Kosten rund summa summarum 500 Euro bei kleineren Verlagen. Während wir ja wissen, dass die Author Processing Charges zwischen 50 und 5000 Euro liegen können. Also bei sehr etablierten, sehr prestigiösen Zeitschriften eben bis zu 5000 Artikel, bis zu 5000 Euro pro Artikel sein können. Während aber auch 1000, 1500, 2500 Euro absolut keine ungewöhnlichen Beträge sind. Für einen einzigen Artikel in einer Zeitschrift wohlgemerkt. Ja, das wäre ein bisschen der Hintergrund zu den Geschäftsmodellen und den Finanzierungsfragen. Jetzt ist noch die Frage, wie wird Open Access überhaupt festgelegt oder definiert? Und die Antwort darauf lautet eben über offene Lizenzen. Und hier gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten, aber wir gehen gleich mal auf die verbreiteten Creative Commons Lizenzen ein klein bisschen weiter ein. Denn in der Tat ist es so, das Urheberrecht an einem Werk entsteht automatisch bei der Entstehung des Werks. Man kann also nicht von sich aus oder prinzipiell auf dieses Urheberrecht verzichten, aber man kann eben mit einer Lizenz es anderen gestatten, dennoch urheberrechtlich relevante Nutzungen durchzuführen. Und genau dafür braucht man eben die Lizenzen, die dann für diese Nutzungen bestimmte Grenzen formulieren und bestimmte Bedingungen formulieren können. Und so funktioniert eben auch die Creative Commons Lizenz, die wir uns jetzt mal noch ein klein bisschen genauer anschauen können. Hier am Beispiel dieser Visualisierung mit dem Zug, der also je nach Entscheidung dann verschiedene Wege geht und bei einer bestimmten Lizenz ankommt. Man kann also beispielsweise entscheiden, ob man bereit ist, den anderen Nutzern einzuräumen, Nutzern und Nutzerinnen einzuräumen, dass sie die Beiträge weiter verbreiten. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist es auf jeden Fall kein Open Access. Dann gibt es keine CC-Lizenz und wenn doch, dann kommt man eben zur nächsten Frage. Und so kann man sich hier also durch diesen Baum ein bisschen navigieren mit dem kleinen Zug. Und beispielsweise, wenn man eben sehr, sehr viel zulässt, nämlich Bearbeitung und auch Weitergabe und auch kommerzielle Nutzungen, dann kommt man bei CC BY, bei dem zweiten Punkt rechts oben an. Das heißt also bei einer Creative Commons Lizenz, bei der es keine Einschränkungen in der Nutzung gibt, aber die Bedingung eben, dass eine Attribution gemacht wird. Das heißt, dass der Urheber, die Urheberin, das
die Lizenz und der Ursprungsort, also zum Beispiel der Link, die URL, unter der die Originalquelle verfügbar ist, angegeben wird. Es gibt noch eine Reihe von weiteren Bedingungen oder Einschränkungen, die man formulieren kann mit Creative Commons Lizenzen. Eine davon ist zum Beispiel das NC, Non-Commercial. Also man darf alles Mögliche damit machen, aber man darf es eben nicht in einem kommerziellen Kontext verwenden. Ja, damit kann man eigentlich ziemlich genau steuern, was man mit den eigenen Publikationen erlauben möchte. Jetzt haben wir also gesehen, was ist eigentlich Open Access, warum sollte man im Open Access publizieren, wie kann das umgesetzt werden, finanziell und rechtlich. Und jetzt kommen wir noch zu einem letzten Punkt, nämlich dem Open Access für die Maschinen. Das heißt die Frage, wie kann man eigentlich das digitale Publikationsmedium optimal und auch nachhaltig am besten nutzen und insbesondere über die PDF-Datei hinausgehen. Nämlich mein Plädoyer eben, wir sollten jenseits der PDF-Datei denken. Denn PDF-Dateien sind eigentlich vor allem eine digitale Kopie des gedruckten Buchs oder der gedruckten Seite. Auch PDF-Dateien haben ja die Seitenmetapher sozusagen noch eingebaut, obwohl das im Digitalen ja gar keine Notwendigkeit hat. Und man könnte sagen, PDF-Dateien sind ein ganz gut geeignetes Rezeptionsformat, weil sie eben das Buch, mit dem wir auch sehr vertraut sind, imitieren. Aber eigentlich sind sie als Referenz- oder Archivformat gar nicht geeignet. Die Frage ist dann natürlich, welche Formate wären denn besser geeignet und welche Informationen könnte man in diesen Formaten denn festhalten? Und das können wir uns jetzt noch ein klein bisschen anschauen. Und ich würde mal vier Informationstypen unterscheiden hier. Eine ganz naheliegende, die bibliografischen Angaben, also die Bibliografie, die Fußnoten. Eine weitere, nämlich die Textstruktur, die auch interessant sein kann und die in der PDF-Datei nur übers Layout und dadurch auch eben in erster Linie für Menschen erkennbar ist. Die Entitäten, die im Text erwähnt werden, beispielsweise Personen, Orte, Konzepte oder auch Gegenstände der Untersuchung. Und schließlich der Textinhalt selber im Sinne der Semantik, also beispielsweise über Schlagworte oder eben auch über Kernaussagen des Artikels. Wie kann man das jetzt festhalten? Gehen wir einfach mal nochmal durch diese vier Punkte und beginnen mal mit den Bibliografien. Man könnte also statt die Bibliografie schön formatiert im Artikel am Ende anzubringen, sie eben in einem strukturierten, maschinenlesbaren Format beigeben, dem Artikel, beispielsweise im BibTeX-Format oder BibJSON-Format. Man kann persistente Identifikatoren hinzufügen, mit denen die Einträge eindeutig identifiziert sind und über die auch die bibliografischen Daten wiederum verfügbar werden. Dabei wird man auch von Software unterstützt, Zotero oder Citavi könnte man hier nennen, die sowas natürlich unterstützen, also sowohl die bequeme Aufnahme der Daten als auch eben dann die strukturierte Abspeicherung oder Ausgabe. Solche BibTeX-Dateien sollte man dann im Grunde als Supplement zum Artikel publizieren oder eben gleich in den Artikel integrieren. Das kann dann so aussehen, nur zur Veranschaulichung, also oben haben wir einen klassischen bibliografischen Eintrag mit den Autorennamen, die wir erkennen können, weil sie halt einen bestimmten Muster folgen, mit dem Titel in Anführungszeichen, mit dem Titel der Zeitschrift, der dann kursiv ist und so weiter. Und unten sieht man eben die strukturierte Form in dem BibTeX-Format, wo jede Information ihrem Informationstyp oder ihrem Feldtyp eben explizit zugeordnet ist und dadurch auch für einen Computer leicht zu extrahieren ist. Zweiter Aspekt, die Textstruktur. Hier kann man unterscheiden einerseits zwischen der Makrostruktur, also beispielsweise einfach die Unterscheidung zwischen den Metadaten, dem Haupttext und der Bibliografie. Ganz, ganz wichtig, das zu unterscheiden. Oder dann eben auch die Mikrostruktur, das heißt innerhalb des Haupttextes, das Abstract, die Einleitung, der Analyseteil, bestimmte Zitate, die vorkommen, Fußnoten oder auch sowas wie eine Conclusio, ein Fazit, eben systematisch zu unterscheiden. Auch hierfür gibt es natürlich Modelle, nämlich es gibt XML-basierte Formate, die genau das leisten, beispielsweise XML-TEI, aber auch andere XML-Formate wie JATS zum Beispiel, die das unterstützen. Und hier sieht man also, es gibt hier verschiedene Div-Elemente, Divisions, die jeweils ein Type-Attribut haben und da steht dann eben drin Abstract, Introduction oder Conclusion oder Metadata, sodass klar ist, welche Inhaltsarten sozusagen in jedem Abschnitt tatsächlich drinstecken. Dann kommen wir noch zur Frage der Entitäten mit den Normdaten. Da kommen also in Frage im Artikeltext selber
könnte man also explizit markieren, bestimmte Entitäten, zum Beispiel die Personen, Autoren, historische Figuren und so weiter, die vielleicht erwähnt werden, Orte, die erwähnt werden, Länder, Städte, Straßen, Gebäude, je nach Granularität, Organisationen, zum Beispiel Verlage, Firmen, NGOs, Ministerien, Regierungen und so weiter. Und natürlich auch die Forschungsgegenstände, jetzt im Falle der Geisteswissenschaften, eben Romane, Gemälde, aber eben auch sowas wie Proteine oder Viren, die auch in der Regel irgendeine Art von Identifier, Identifikationsmöglichkeit haben. Das Ganze funktioniert dann mit Normdaten, die also dazu dienen, das sind also Identifier, Identifikationsnummern oder Codes, die jede Person, jeden Ort, jeden Gegenstand eindeutig identifizieren und das heißt eben auch disambiguieren, sodass klar ist, ob jetzt Paris, Frankreich oder Paris, Texas zum Beispiel gemeint ist im Text. Man kann dadurch dann auch weitere Informationen ergänzen, indem man eben beispielsweise die Lebensdaten oder den Wirkungsort einer Person aus einer Datenbank dann extrahiert und nicht ohne, dass die selbst in einem Artikel vorgehalten werden müssen. Die Quellen für solche Informationen sind ziemlich vielfältig, aber ein paar wichtige solche Normdatenquellen sind eben die GND, die gemeinsame Normdatei, WIAF, eine internationale Datenbank, die so ähnliche Ziele hat wie die GND, Wikidata zum Beispiel auch oder Geonames speziell für Ortsdaten. Damit könnte man beispielsweise Artikel dann auch sozusagen visualisieren in ihrer räumlichen Relevanz. Hier ein Artikel, der automatisch mit Recogito analysiert wurde und in dem die Ortsbezeichnungen extrahiert und visualisiert werden. Und man sieht hier jetzt also, dass in dem Artikel unter anderem Budapest erwähnt wird. Man kann hier gleich die entsprechende Textstelle auch sehen. Und man sieht auch, welche anderen Länder, welche anderen Städte ebenfalls noch in diesem Artikel zitiert werden und bekommt also gleich einen Eindruck von der geografischen Relevanz sozusagen des Artikels. Letzter Punkt bei dieser Frage der maschinenlesbaren Informationen ist das Linked Open Data. Wir können hier also in maschinenlesbarer Form Informationen über die Publikation festhalten, insbesondere eben auch über den semantischen Textinhalt. Das kann dann als XML in den Artikel eingebettet werden und eben verschiedene Aspekte auch betreffen. Die Metadaten einerseits, die wir gerade schon besprochen haben, auch eben die Autoren, das Publikationsdatum, den Publikationsort, das also in der BibTeX-Tech-Version sowieso schon drin wäre, aber eben auch auf den Textinhalt bezogen. Zum Beispiel die erwähnten Entitäten könnten eben auch als solche hier dann formuliert werden oder genutzt werden oder eben auch zentrale Aussagen einer Publikation könnten hier in maschinenlesbarer, standardisierter Form festgehalten werden. Das könnte dann jetzt mal ganz unformal sozusagen formuliert ungefähr so aussehen. Wir hätten ja also ein Buch, in diesem Fall das ganz spannende Buch Weapons of Math Destruction, das also hier mit einer ISBN-Nummer erstmal identifiziert wird und dann bestimmte Eigenschaften hat oder Properties hat, nämlich has title Weapons of Math Destruction, has publication year 2016, das sind also jetzt eher bibliografische Metadaten, das aber auch eben über Entitäten oder Stichworte weiter charakterisiert werden kann, zum Beispiel has subject big data oder eben auch mentions sense networks. Und das ist jetzt eine Organisation, die dann, wenn sie einen Identifier hat, in einer Normdatenbank eben auch noch eindeutig identifiziert werden könnte. Aber dann eben auch so inhaltliche Dinge wie zum Beispiel has thesis, und das ist jetzt wiederum, dann enthält wiederum eine Aussage, nämlich Big Data reinforces discrimination. Das wäre eine These des Buchs. Oder hat eben auch has conclusion, hat also ein Fazit oder eine Schlussfolgerung, nämlich Artificial Intelligence requires regulation. Diese letzten Punkte sind sicherlich die schwierigsten und kontroversesten, weil wir eben noch gar kein festes Vokabular haben für solche Aussagen, jedenfalls nicht im größeren Gebiet sozusagen der Geistes- und Sozialwissenschaften, sondern eben bestenfalls für bestimmte Teilbereiche. Warum würde man das jetzt wiederum alles machen wollen? Was ermöglicht sowas eigentlich? Wir nennen einfach mal ein paar Punkte. Zunächst mal ermöglicht man damit natürlich eine viel intelligentere Suche über viele Publikationen, als wenn man eben nur den unstrukturierten Volltext zur Verfügung hat, wo man gar nicht unterscheiden kann zwischen der Bibliografie und dem Haupttext oder zwischen Zitaten und dem Text der Autoren. Man kann natürlich dann wunderbare Zitationsnetzwerke ermitteln, wenn man diese bibliografischen Daten zum Beispiel hat.
Man kann diese Dinge dann auch visualisieren in Karten oder Zeitleisten. Karte haben wir gerade auch schon gesehen. Man kann, könnte, muss man sagen, wunderbar den Forschungsstand zu einem bestimmten Thema erheben, indem man eben einerseits relevante Publikationen identifiziert und dann diese Publikationen gleich noch gruppiert nach ihren Aussagen, die sie treffen, nach ihren Thesen oder Schlussfolgerungen oder besonderen Gegenständen und sich damit sehr schnell einen Überblick über den Forschungsstand in einem bestimmten Bereich machen und eben auch feststellen, welche Artikel man vielleicht tatsächlich selber lesen sollte. Schließlich, das ist jetzt ein bisschen ein Spezialthema, aber schließlich würde sowas auch ganz wunderbar linguistische Analysen der Wissenschaftssprache ermöglichen, weil man eben beispielsweise die Rhetorik einer Einleitung dann mit der Rhetorik eines Fazits zum Beispiel vergleichen könnte oder eben auch Analysen zum Verhältnis zwischen der Primärsprache des Artikels und der zitierten Literatur machen. Solche Dinge würden dann möglich. Ein Punkt vielleicht noch zum Abschluss dazu, das alles geht insbesondere dann sehr gut, wenn diese Informationen nicht von kommerziellen Verlagen gesammelt und dann wiederum zahlenden Kunden zur Verfügung gestellt werden, sondern wenn die eben auch frei verfügbar in die Originalartikel eingebettet und mit einer offenen Lizenz wiederum erscheinen. Das würde jedenfalls die Zirkulation des Wissens, den wissenschaftlichen Fortschritt und die Transparenz und Offenheit der Wissenschaftskommunikation am besten fördern. Damit komme ich zum Schluss. Ich hoffe, ein paar Dinge gezeigt zu haben, nämlich Open Access ist mehr als kostenfreies Lesen von Publikationen. Zweitens, digitale Publikationen können mehr sein als nur digitalisierte Druckerzeugnisse. Und drittens, Open Access und offene Datenformate gehören zusammen, beziehungsweise eigentlich Open Access ist immer schon im Kontext von Open Science zu sehen und fördert Open Science und profitiert gleichzeitig eben auch von den anderen Bereichen von Open Science. Ja, damit bin ich am Schluss und möchte nur noch auf ein paar weitere Informationsmöglichkeiten hinweisen, nämlich die Informationsplattform openaccess.net, das Directory of Open Access Journals, wo man also auch Zeitschriften finden kann, in denen man zum eigenen Fachgebiet vielleicht im Open Access publizieren könnte. Das ist ja auch immer eine Frage, wo finde ich denn eine Zeitschrift, die für mein Fachgebiet auch passend ist oder für das Thema meines Aufsatzes passend ist. Und zwei Lektürehinweise, ein Klassiker von Peter Suber zu Open Access und eine Dissertation, die über Open Access und Open Science handelt und selbstverständlich im Open Access und auch im Prozess schon offen erstellt wurde. Ja, ganz vielen Dank und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und glaube, we can do it.